Willkommen zum Teil 2 des Videos über den OPSI-Nagios-Connector. Im ersten Teil des Videos haben wir schon über die Zielsetzungen des OPSI-Nagios-Connectors gesprochen, nämlich die Überwachung des OPSI-Server, die Software-Rollout-Überwachung und die Einbindung der OPSI-Clients in eine direkte Überwachung. Teil 1 des Videos hat sich mit den ersten beiden Punkten beschäftigt und in diesem zweiten Teil wollen wir uns mit der Möglichkeit beschäftigen, über den OPSI-Nagios-Connector die OPSI-Clients direkt und einfach in die Nagios-Überwachung mit einzubeziehen. Dazu werden sogenannte direkte Checks oder verteilte Direct Checks ausgeführt, Direct Checks, weil diese Checks direkt auf dem Client ausgeführt werden und die Informationen an den Nagios-Server über den OPSI-Server zurückliefern. Die Einbindung der Windows-Clients ist über den OPSI-Nagios-Connector deswegen einfach, weil kein zusätzlicher Nagios-Client-Agent installiert werden muss, sondern vielmehr wird der sowieso vorhandene OPSI-Client-Agent für das Monitoring verwendet. Daher müssen auf dem Nagios-Server keine Konfigurationsdaten über den Zugriff von Nagios auf die Clients hinterlegt werden, weil dies über den OPSI-Server und die vorhandene Kommunikation zwischen OPSI-Server und OPSI-Client-Agent geregelt wird. Dadurch wird eine entsprechende Konfiguration deutlich vereinfacht und die auf dem Client durchzuführenden Checks können sehr einfach über OPSI verteilt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Monitoring von Windows-Clients ist, dass im Gegensatz zum Server-Monitoring man nicht davon ausgehen kann, dass ein Windows-Client die ganze Zeit durchläuft, sondern ganz im Gegenteil, der übliche Windows-Client ist die größte Zeit seines Lebens ausgeschaltet. Ein normaler Nagios-Check reagiert auf einen nicht erreichbaren Client mit einem Unknown. Beim Monitoring von Windows-Clients wäre es aber wünschenswert und wird durch den OPSI-Nagios-Connector auch bereitgestellt, dass der letzte gültige Check angezeigt werden kann, auch wenn akut der Client nicht erreichbar ist. Die Umsetzung hat man sich so vorzustellen, dass, wie schon im ersten Video dargestellt, der entsprechende Check-Plugin auf dem Nagios-Server sich mit dem OPSI-Web-Service und dem OPSI-Server unterhält und dieser hat die Informationen, wie der OPSI-Client-Agent zu erreichen ist. Der OPSI-Client-Agent wird nun aufgefordert, einen entsprechenden Check direkt auf dem Client auszuführen, fängt die Ergebnisse ein, schickt sie an den OPSI-Server zurück und der schickt sie dann nun wiederum an den Nagios-Server. Das bedeutet, dass hier keinerlei Informationen vorgehalten werden müssen, wie die Clients zu erreichen sind. Vorstellbar sind Situationen, insbesondere in verteilten Umgebungen, also mehreren Lokationen,
wo der Client nicht direkt durch von dem Config-Server zu erreichen ist, weil er in einem anderen Netzsegment steht, in dem ein OPSI-Depot-Server steht. In diesem Fall kann ich den Nagios-Server anweisen, sich mit dem Webservice des Depot-Servers zu verbinden, der dann wiederum direkten Zugriff auf die entfernten Clients in seinem Netzwerksegment hat. Auch hier wollen wir wieder einen Blick auf die Praxis werfen. Wir haben hier unseren Host Group Overview, wir haben hier unsere Clients und hier habe ich jetzt einen speziellen Client, den ich hier vorstellen möchte. Dieser Client ist erreichbar und hat auch im Moment keine nicht installierten oder Produkte oder fehlerhaft installierten Produkte. Das ist der OPSI-Client-Status-Test. Dieser Test ist noch ein indirekter, das heißt, der wird gegen die Datenhaltung des OPSI-Servers ausgeführt. Der nächste Check ist ein direkter Check, der den OPSI-Client-Agent auffordert, bitte doch konkret auf dem Rechner den aktuellen Memory-Verbrauch zu checken und dem OPSI-Server bereitzustellen. Der dritte Check, der hier gezeigt wird, würde einen entsprechenden anderen Depot-Server ansprechen, um diesen Client zu erreichen. Und der letzte Check in dieser Reihe ist identisch mit den beiden vorherigen, nur dass dieser Check das Ergebnis des letzten gültigen Checks beibehält, wenn der Client nicht mehr erreicht ist. Um dies zu demonstrieren, gehen wir entsprechend zu unserem Client und suspendieren den Client, so dass der Client nun nicht mehr erreichbar ist. Und hier sehen wir auch schon, dass die entsprechenden Checks, die sich direkt an den Client wenden und die Informationen nicht puffern, auf Unknown geswitcht sind. Das heißt, über einen eventuell vorher vorhandenen Fehler oder OK-Status weiß ich jetzt nichts, während der letzte Check den letzten gültigen Information mir weiterhin zur Verfügung stellt. Insgesamt ermöglicht mir der OPSI-Nagios-Connector nicht nur die OPSI-Prozesse bequem mit Standardwerkzeugen wie Nagios zu monitoren und dadurch eine verbesserte Integration meiner Softwareverteilung in das ganze IT-Service-Management zu erreichen. Er ermöglicht mir auch mit sehr einfachen Mitteln die Integration der Windows-Clients in meiner Nagios-Überwachung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.